Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten kleinen Runde No Man's Sky zusammen mit euch. Ich weiß, das ist eigentlich eine Reihe, die hat Ede angefangen und wird sie natürlich auch weitermachen. Das Spiel ist aber so toll und so komplex, dass man ja ohnehin random irgendwo reingeworfen wird und wunderbar nochmal anfangen kann, seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich wette, dass ich ganz andere Dinge entdecken werde als zum Beispiel Ede und andere Wesen treffen und sie vielleicht umbringen. Ich werde in Höhlen rumlaufen, Ewigkeiten, ich werde ganz viel durchs All fliegen. Ich habe mir einen Spielstand gerade jetzt vorbereitet, indem ich meinen Warp Drive ready habe, auch schon ein bisschen den galaktischen Pfad runtergelaufen bin, runtergeflogen bin und jetzt vielleicht mal richtig 2-3 Sprünge mache, also wirklich mich mal weit nach vorne wage. Ich habe mich auch ein bisschen informiert, wie das Sonnensystem aufgebaut ist in No Man's Sky. Da werde ich euch später ein bisschen was zu erklären, während wir weiterspielen. Also ich erkläre immer nur die Sachen natürlich, soweit ich sie weiß. Es gibt bei dem Spiel ganz viel, wo auch ich keine Ahnung habe. Kurz mal, hier ist die galaktische Karte. Ich stelle sie mal kurz für euch ein. Und erstmal kurz schauen. Ich habe mir einen Waypoint gesetzt, den brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Das ist, glaube ich, dann jetzt, wenn ich mich nicht täusche, das aktuelle System, in dem ich mich befinde. Current Location, genau. Und wenn ich jetzt mal den Pfad zurückgehe, den ich bisher hingelegt habe. Ihr seht, wir sind immer noch im gelben Bereich. Das ist wohl der gängigste Bereich der Galaxien, also die gelben Areale. Es gibt aber auch noch andere. Es gibt wohl so, also erst hieß es gäbe 4. Also rot, blau, gelb und ich weiß nicht, grün oder so. Es scheint aber deutlich mehr zu geben. Also es ist wieder mal ein riesiges Spiel. Auch was das angeht, kann man fast gar nicht sagen, wo es anfängt und aufhört. Hier würde ich vielleicht gerne mal hin. Hier habe ich aber noch nicht die entsprechenden Upgrades meines Drives. Ja, und hier war, glaube ich, hier habe ich angefangen. Ich glaube, das hier war mein ursprünglicher Planet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es schon ein bisschen vergessen, wo es eigentlich lang ging. Aber ihr seht, ich bin hier direkt an einer Schaltstelle hier oben. Hier geht es ziemlich ab, sprichwörtlich. Hier sind viele Connections. Ja, und ey, keine Ahnung. Ich muss mich hier erstmal einspielen. Das ist aber auf jeden Fall der Ort, an dem wir uns gerade befinden. Nee, ich glaube, hier oben ist die Atlaswelt. Hier oben komme ich her. Und habe mich dann über mehrere Punkte, ihr seht es auch hier, bis an diese Stelle weiter geworbt. Ja, und mal gucken, wo wir lang gehen. Also ich bin echt völlig offen. Ihr seht ja, das Universum ist meine Auster. Ich kann machen, was ich will. Ich würde natürlich gerne mal hier ins Zentrum. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zentrum ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr subtil angebrachter, riesiger, heller Punkt, der ganz geil aussieht und auf mich totale Anziehungskraft hat. Jetzt gehen wir mal wieder raus, kurz aus der Karte. Und dann sind wir im Spiel. Ich habe mir extra ein kleines, ja genau, hier habe ich mir ein kleines Cam-Bild zusammengeschnitten, damit es nicht ganz so scheiße aussieht, wenn ich hier beides anhabe. Ja, gut, so geht es einigermaßen. Perfekt ist es nicht. Ja, und natürlich füllt die Leere in No Man's Sky vor allen Dingen immer unser Freund, der Meteorit. Das ist wichtig an dieser Stelle, weil man sonst gern auch mal hängen bleiben könnte, wenn man vielleicht weit weg ist von einem Planeten. Das Schiff hat gerade keine Power mehr. Insofern sind diese ganzen Asteroiden und Kometen hier total wichtig, um den Sprit wieder aufzuladen, sozusagen. Auch wichtig, wenn man schon hier so ein bisschen Posing zeigt, was man hat. Ich bin sicher, ihr kennt das Spiel mittlerweile ja auch durch Ede ein bisschen, deswegen kann ich gerne mal direkt rein in meine Ausrüstung. Ich habe im Moment noch nicht viel neuen Kram. Ihr seht hier alles so ein bisschen Standard. Hier habe ich bisher nichts mehr neu gebaut. Auch noch nicht so viele Baupläne gefunden. Ein paar habe ich schon, ein paar Sachen kann man auch benutzen, aber bisher noch nicht so viel. Craften kann ich, wie ihr seht, so die Grundlagen, also alles, was man so ein bisschen braucht, um Spaß zu haben im All. Auch da gibt es noch einiges. Und ich habe ganz viele Warp-Zellen mir schon gebaut. Dazu seht ihr ja hier, man kriegt hier die Warp-Cell, indem man Antimatter und anderen Kram zusammenmischt. Für Antimatter braucht man aber Electron Vapor und dafür brauche ich jetzt noch Plutonium und ganz wichtig Suspension Fluids. Das kann ich kurz mal zeigen, da habe ich mich nämlich eingedeckt. Die sind nicht teuer, wirklich. Also wobei, ich habe da so 22.000 bezahlt und jetzt sehe ich, das ist ja nur 1.000. Da wurde ich wohl offensichtlich verarscht.
Aber ich habe davon drei. Das heißt, ich habe drei mögliche Warp-Energie-Akkus. Und ich habe, seht ihr hier, auch schon meinen Hyperdrive komplett aufgeladen. Fast komplett, 80%. Ja, hier könnte ich vielleicht mal wieder ein bisschen nachlegen. Plutonium kann man ja immer gut gebrauchen. Ja, und ich bin bereit für einige Sprünge durchs All. Aber vorher würde ich gerne erst nochmal hier mir dieses System näher angucken. Und dazu hau ich gerade mal ein bisschen von. Hau ich mal ein bisschen ab, sozusagen. Oh, falsche Richtung, abgehauen. Oh, habt ihr es gesehen? Da kamen direkt welche angesprungen. Ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt den HUD ausgestellt, deswegen sagt mir meine Analyse jetzt auch nichts. Aber ich habe noch keine Ahnung, was das eigentlich für Kreuzer sind. Ich weiß nur, dass in einem Interview mit dem Entwickler vor ein paar Tagen zum Patch wurde gesagt, dass man wohl auch Frachter bauen kann. Große Frachter und große Basen. In Zukunft natürlich. Also da ist schon einiges geplant immer noch. Das Spiel kriegt ihr im Moment auf den Sack, aber ich finde es wunderschön. Guckt euch doch einfach mal an. Ich mache jetzt einfach mal hier den Hyperdrive, nee, die Pulse Engine an. Und bewege mich mal zu diesen vier Planeten. Da kann man sagen, was man will. Das ist immer wieder geil und faszinierend, wie hier unten die Klicks per Second durchrauschen. Es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir stehen jetzt auf 9999 Geschwindigkeit. Mehr geht im Moment nicht. Und man unterschätzt gerne, wie lange es dauert. Der Planet kommt jetzt langsam mal in unsere Reichweite hier. Deswegen speed ich jetzt mal runter. Weiter runter, drehe. Und dann geht derselbe Käse nochmal von vorne los. Man kann nicht in die Planeten rein crashen. Also es wird immer automatisch vorher abgebremst. Auch das wird gerne kritisch beäugt. Dass man eben nicht, so wie man es vielleicht gerne hätte, volle Socke über die Oberfläche heizen kann. Auch wenn ich sagen muss, man ist ja auch nicht komplett auf den Autopiloten angewiesen. Also ich kann mich ja hier schon bewegen. Ich kann eben nicht wirklich weiter nach unten. So ein bisschen, ja, ihr seht es. Es geht schon, es ist aber nicht perfekt. Oh, ich sehe gerade, hier müssen wir gerade mal schauen. Hier sind nämlich rote Beams. Und rote Beams deuten unter anderem darauf hin, dass hier vielleicht etwas abgestürzt ist. Und ich finde, abgestürzte Raumschiffe sind so ein bisschen mein neues Ding. Denn da kann man sich, ich zeige es euch kurz mal, hier ist mein Starship, habt ihr ja schon gesehen, ist noch das Standard-Starship vom Anfang. Und man kann aber abgestürzte Schiffe, die dann hier zum Beispiel ein, zwei Slots mehr haben, die als das, was man gerade mit sich fährt, sozusagen, mit sich trägt, die kann man finden, ja, und die stürzen überall ab und durch diese Beams kann man die unter anderem finden. Kurz nochmal gucken, ob ich irgendeine Technologie habe, die ich vielleicht noch brauche, damit ich weiß, wonach ich suche. Ja, im Grunde könnte ich mir den Pulse Jet Tau mal zur Brust legen. Habe ich den schon? Habe ich irgendwas in der Art? Nee, ich habe den Face Beam. Kann ein bisschen besser schießen, und hier die Photon Cannon habe ich auch, aber ich habe noch nicht den Pulse-Jet. Dann werde ich mir den jetzt mal pinnen. Also so, dass ich ihn schneller sehe. Dazu brauche ich Neutrino-Module. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich die baue, glaube ich. Und Nickel. Kurz, noch mal ganz kurz schauen, wie ich so ein Neutrino-Modul bauen kann. Habe ich dafür schon was? Ist es vielleicht im Multitool baubar? Nee. Nee, nee, nee. Also, da habe ich noch gar nicht die notwendigen Items. Oh, aber auch ganz wichtig. Sehen wir hier, wenn ich jetzt Chrysonite und Plutonium finden würde, könnte ich endlich meinen Range Boost aktivieren. Und der Beam Intensifier braucht Eisen und Iridium. Okay, ich habe das Gefühl, hier kann man einiges finden. Und ihr seht jetzt auch, wie ich keine HUD-Angaben. Ich mache mal, Entschuldigung, so ist schöner. Keine HUD. Deswegen weiß ich nicht, was ich hier jetzt entdeckt habe. Aber ich habe es immerhin, wie ihr seht, benutzt. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Man will ja eigentlich nur sich alles angucken. Und die HUDs stören da, finde ich, ein bisschen. Aber ohne HUD ist man natürlich völlig aufgeschmissen, weil man überhaupt nicht rafft, was man eigentlich hier machen soll. So gut kenne ich das Spiel noch nicht, dass ich derart
bewandert bin, dass ich wirklich einfach rumlaufen kann und weiß schon, was ich suche. Ist auch ein sehr karger Planet. Er war nie der coolste in der Schule, hat leider die Hausaufgaben immer viel zu spät gemacht, aber er hat immerhin den Luxus, dass er in einem schönen Gebiet bewandert ist. Er befindet sich hier doch, wie man sagt, in diesem lilafarbenen Nebel. Hier ist direkt auch eine Space Station direkt in der Nähe, in Sichtweite. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Oh, und da kommen auch die Wächterdrohnen. Die GTA-Polizei von No Man's Sky. Ja, und es hat ein wunderschönes Panorama, seht ihr ja hier. Es sieht einfach toll aus. Ich gucke mir alles wahnsinnig gerne an. Hier eine der üblichen Gesteinsformationen. Sieht man auch immer wieder gern. So halbe Donuts, Pyramiden, Dreiecke, so eine Art Zylinder auch manchmal. Moment. Habe ich den jetzt? Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, ich bin jetzt gerade falsch gelaufen. Ich will eigentlich die ganzen Beams alle mir mal angucken. Weil es kann ja, wie gesagt, gut sein, dass irgendwo ein abgestürztes Raumschiff liegt. Hier könnte ich mal ein bisschen einsammeln von der Handschuhpflanze. Schön den Docht geklaut. Da wird die sich ärgern, wenn die morgen aufwacht, die Pflanze. Okay, ist das vielleicht sinnvoll hier? Na, sieht nicht so aus. Ich kann natürlich jetzt auch immer wieder alles scannen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Man scannt Dinge, kriegt dafür, wenn man das uploadet, in den Universalspeicher der Online-Bibliothek sozusagen. Dann kriegt man dafür auch ein bisschen Cash. Mehr Cash kriegt man aber eigentlich, indem man hier zum Beispiel Plutonium aberntet. Ah, seht ihr, da ist was abgestürzt. Ein Beam Impact Upgrade hat sich für mich freigeschaltet. Leider kann ich damit jetzt gerade nichts anfangen. Ich bin auch gerade so ein bisschen, wie gesagt, ich habe mich vorbereitet, um verschiedene Orte und Systeme anzufliegen. Das werden wir auch gleich noch machen. Aber was ich davor gemacht habe, war keiner Rede wert. Ich habe einfach mindestens eine Stunde lang habe ich hier einen kleinen Planeten ausgehöhlt. Und zwar hatte der unglaubliche Goldadern. Also so krass habe ich die noch nicht gesehen. Die waren so groß, dass ich einfach nur von oben nach unten gegraben habe und bin immer auf Gold gestoßen und habe mir so einen Kilometer langen Tunnel in den Planeten reingebohrt. Der mir natürlich unglaublich viel Geld am Ende gebracht hat. Ich glaube, ich habe, lass kurz mal gucken, 730.000 jetzt aktuell. Das ist natürlich nicht mega viel, aber ich spiele jetzt erst seit, weiß ich nicht, 8 Stunden und bin froh, dass ich von meinem ersten Planeten runter bin und auf ein paar andere Systeme rauf bin und bin wirklich einfach froh mit allem, was ich kriege. Und das war so viel, das ist so viel Geld, ich kann mir jetzt ein neues Schiff kaufen, ich kann so viel Kram machen, aber ich habe mir dann gedacht, warum soll ich das Geld ausgeben für ein neues Schiff, wenn ich doch parallel viel besser mir ein abgestürztes holen kann. Weil man kriegt ja eh immer nur die Dinge angeboten, die ein bisschen besser sind als das, was man hat. Insofern kann ich auch direkt zur Quelle gehen, da wo irgendwelche anderen armen Schweine schon abgestürzt sind und danach ihr lächerliches Schiff verlassen haben und sich ein besseres, wie so ein Krebs, Einsiedlerkrebs, sich ein größeres Schiff gesucht haben. Und genau das habe ich auch vor. Ich suche ein Schiff, das mir passt. Das jemand anderem zu klein geworden ist. Aber für mich genau richtig. Ich nehme mal an, das hier ist alles... naja, lass trotzdem nochmal gucken. Aber es müsste Plutonium sein, ja. Bisschen Eisen ist auch immer dabei. Stimmt, Eisen brauchen wir ja eh. Vielleicht könnte ich mir eigentlich auch mal ein bisschen holen. Weil Eisen habe ich zum Beispiel gerne einfach vergessen, weil man es am Anfang im Überfluss hat. Moment, jetzt muss ich gerade mal die Lampe anmachen. Ah, so. Und dann lässt man es irgendwann links liegen und später braucht man es plötzlich wieder. Ah, das ist so eine typische Höhle, in die ich nicht gerne reingehe. Lieber draußen ein bisschen Kristalle abbauen. Toll. Als nächstes, wir haben jetzt noch 15 Minuten und ich laufe hier noch ein bisschen rum. Als nächstes habe ich auf jeden Fall vor, auf einen anderen Planeten zu springen. Das machen wir dann. Ihr braucht mir also beim Rückweg nicht immer zugucken, das mache ich in der Werbung. Kann man hier auch was mitnehmen? Nein. Aber ich könnte es eigentlich mal scannen. Ich glaube, euch habe ich noch nicht gescannt. Düdelüt.
das sind ja immer die geilsten, irgendwelche Monolithen aus Erzen, wo man sich durchballern kann. Ich wüsste jetzt gerade direkt nicht, was es für ein Erz ist. Mal gucken. Ups, Moment. Heridium. Oh, Heridium. Kann man auch immer brauchen. Da kann ich vielleicht auch mal den zweiten Waffenslot sozusagen meines Miners benutzen. Super. Ist gut, wenn man angegriffen wird von den Wächtern. Ist aber auch gut, wenn man einfach mal ein bisschen Rabatz machen will. Mit dem Laser macht es zwar auch Bock, aber es ist dann doch irgendwie die Abwechslung. Und ich hätte gerne noch einen besseren Mining Laser. Der ist mir nicht stark genug. Ich muss mehr abernten. Ich will, dass ich einmal schieße und von hier durch 10 Galaxien ein lasergroßes Loch entsteht. So stark soll der bitte sein. Und dann kriege ich alle Einheiten, alles, was ich sammle, auf einmal. Sie sind nun legendär reich. Einmal schießen, bitte. Naja, das ist hier immer so ein bisschen langweilig. Also mir macht es Spaß, aber ich glaube, zum Zuschauen ist es nur so mäßig prickelnd. Weil ich meine, aber es ist unglaublich befriedigend. Also es gibt, das wird jeder bestätigen, der auch No Man's Sky spielt, es gibt kaum etwas, was befriedigender ist, als so richtig viel abgeerntet zu haben. Du kommst hin, da ist so ein riesiger Monolith aus Gold und du denkst, Alter. Und dann denkst du, okay, einmal kurz durchschießen, ein bisschen was einsammeln. Hast eigentlich eh keine Inventarslot-Plätze. Und dann 10 Minuten später ist der ganze Monolith weg und du merkst, oh, da unten geht's ja noch weiter. Wieder 20 Minuten später bist du in einem riesigen Krater und kannst nicht aufhören. Also es ist wirklich faszinierend, wie sehr einem das Spaß macht, als Spieler, nicht als Zuschauer, einfach nur alles abzuernten, wegzulecken, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein geiler Joghurt, wo man den letzten Rest dann noch so rauskratzt. So, währenddessen ist es Tag geworden. Falls ihr euch fragt, warum hat der Simon denn so eine verteufelt gute Grafik? Das ist natürlich die PC-Version, ist klar. Zum anderen aber auch, habe ich mittlerweile diverse Patches, manuelle Patches sozusagen, ausprobiert. Das eine wäre, das könnt ihr gerne ausprobieren auch mal, das eine wäre im Task Manager. Ist ein bisschen knifflig, weil nur wenn das Spiel läuft, kann man den Task Manager entsprechend aufmachen und die Datei nmx.exe, also die No Man's Sky Startdatei, auswählen in den Details. Jetzt muss ich gerade mal, da brauchen wir Bild dazu, damit ihr mir zuhört. Also, ihr startet das Spiel, startet den Task Manager, dann habt ihr No Man's Sky.exe im Task Manager unter dem Tab Detail, also ganz im rechten Feld. Und da wählt ihr die Exe aus und setzt die Priorität auf ganz oben. Also ich glaube, die heißt dann hier Echtzeit. Das bringt ein bisschen was für die Optik. Und dann hat es bei mir noch enorm viel gebracht. Also ich bin echt total beeindruckt, weil es ist der lächerlichste, kleinste Mini-Patch, den man selbst zu Hause machen kann. Und zwar geht ihr dann in die in eure Binary-Datei, in den Ordner eures Spielordners. Also da ist ein Ordner, der heißt, glaube ich, Binary. Und da sind drei wichtige Config-Dateien drin. Und dann die dritte heißt irgendwas mit Graphic-Gedönse. Irgendwas mit, ihr werdet schon sehen, das ist die eine, wo die ganzen Grafikdaten gesammelt werden. Und die öffnet ihr mit einem Editor und da sucht ihr dann nach G-Sync. Ich glaube, es ist G-Sync. Und das steht, glaube ich, auf True. Also das ist, hat einen Wert bekommen und der ist True, also wahr. Programmiersprache. glaube ich. Und den setzt ihr auf False, also auf Falsch. Einfach nur das Wort austauschen von True zu False. Spielt das Spiel, zack. Grafik geiler. Also nicht geiler, sondern flüssiger. Und weniger Probleme, weniger Ruckeln, weniger Distanzaufbau, Pixelei. Es ist wirklich der Hammer. Also ich bin total begeistert, dass dieser kleine Patch mehr oder weniger so viel gebracht hat. Und es ist natürlich, wie ihr seht, immer noch nicht optimal. Aber mein Gott, da kann man schon was machen. So, jetzt schnappe ich mir, weil ich glaube, das fehlt auch noch ein bisschen Carbon. Zumindest nehme ich an, dass das hier Carbon ist, denn wann immer man die Flora und Fauna eines Planeten wegätzt, kriegt man, glaube ich, Carbon. Das ist fast immer so. Vielleicht irre ich mich auch, aber ein Versuch ist es wert. Irgendwas kriege ich auf jeden Fall. Bisschen spärlich gesät sind meiner Ansicht nach im Moment die Tiere. Hier sind jetzt mal ein paar. Okay, die sehen schon ganz interessant aus, aber die... Abgesehen davon habe ich keine anderen bisher gesehen. Abgesehen von den Fliegern. Oh, und das finde ich immer so schön. Man merkt immer, dass jeder im ganzen All Bock drauf hat, sich die Planeten anzugucken. Die machen nichts anders. Es ist Sonntag,
die schmeißen ihren super Mixtape ein und dann rasen die zu dritt von Planet zu Planet und posen mit ihren neuen Schiffen. Und ich habe nur so ein lames extra Dreckschiff. Das Tutorial-Schiff. Übrigens, ihr seht vielleicht hier, ich habe es auch nochmal in meinem Bild im Bild extra gemacht, die Farben sind intensiv ohne Ende. Es ist total schön, auf einem Planeten diese Farbpracht zu sehen. Und das finde ich eigentlich mit am schönsten am Spiel. Manchmal findet man Orte, die sind wundervoll designed und manche sind nicht so super hübsch, aber haben zumindest eines immer tolle Farben. Also das ist einfach was ganz Besonderes, finde ich. Haben andere Spiele nicht. Deswegen habe ich es auch versucht, in meiner Facecam hier so ein bisschen auch Tribut zu zollen. Es ist sehr farbig hier. Und ich habe noch was, wenn wir mal angegriffen werden sollten. Moment, oh nee. Falls wir mal angegriffen werden sollten, dann haben wir ab jetzt auch eine Alarmlampe. Ist schon ganz geil, oder? Ja, ist schon ganz geil. Die hättet ihr auch gerne. Aber die bringt mir jetzt nichts, deswegen muss ich wieder ausmachen. Vielleicht werden wir irgendwann mal angegriffen, dann machen wir das. So, weiter im Plan. Kurz mal die, kurz mal die Pflanze angestupst. Hier noch eine, gib mir deinen Docht, Baby. Schön die drei Bananen abgeerntet. Oh Gott, ist das... Ich weiß, es ist nicht der schönste Planet, er ist karg, trist. Er würde keinen Schönheitswettbewerb der Planeten gewinnen und er ist verdammt heiß, wie ich gerade merke. Aber es sieht immer geil aus. Da möchte man doch wirklich nichts anderes machen, als sich alles nur angucken. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber No Man's Sky, er hat doch gar keinen Multiplayer-Modus. Und die haben doch sogar sich nicht finden können, obwohl sie angeblich auf demselben Planeten war. Und. Und wo, was ist denn eigentlich das Spielziel? Ihr habt natürlich recht, wenn ihr das sagt. Aber euch entgeht dann eben einfach auch eines der coolsten, originellsten und finde ich auch irgendwie innovativsten Spiele dieses Jahres auf jeden Fall. Also das Warten hat sich für mich echt gelohnt. Da könnt ihr jetzt euch selbst überlegen, das muss jeder für sich selbst machen, ob es 60 Euro sozusagen wert ist. Also Vollpreis. Aber für das, was es zumindest jetzt im Moment darstellt, nämlich so eine Art Planeten-Exploration-Spielerei ohne besonderen Tiefgang, mit Crafting-System natürlich, aber eben auch nicht zu komplex, finde ich im Moment. Hier, ich muss gerade mal nachladen. Für das, was es hier darstellt, ist es einfach perfekt umgesetzt. Also ich sehe auf jedem Planeten sehe ich mindestens eine Sache, die ich so vorher noch nicht gesehen habe. Hier sind auch wieder irgendwelche Tiere, da direkt zwei Arten, die eine habe ich aber schon entdeckt, die habe ich schon mal entdeckt und hier rechts diese Spinnekelkrabbe, so eine ähnliche habe ich auch schon mal entdeckt, aber eben nicht genauso und vor allen Dingen nicht so groß und was ist eigentlich das, was, hallo, holla die Waldfee, was hast du denn als Kopf? Sowas ist einfach toll, dafür spiele ich dieses Spiel, für genau diese Momente. Das sind zu viele Sachen gerade auf einmal, die geil sind. Die Gesteinsformation da hinten, der Horizont mit dem Planeten, der viel zu nah an unserem ist. Dieses krakenartige Spinnenvieh und dann noch dieser Lappen, der nicht mal einen Kopf hat. Was bist du denn? Sind es Augen oder hast du einfach 10 Daumen und einen Mund? Oder das ist so verrückt. Und man kann die ja auch füttern, manche, mit Mineralien, die man vorher gesammelt hat. Ich werde es mal versuchen. Ich drücke mal X, manchmal bringt es was, hier nicht. Geil. Einfach nur geilenst. Boah, und jetzt tentakelt er weiter. Und die beiden hier sind scheinbar eine ähnliche Art, aber haben andere Köpfe bekommen. So, ich drücke immer X. Ich weiß halt nicht genau, ob es was bringt. Ich habe, wie gesagt, im Moment kein HUD und ich finde es so viel schöner ohne. Guckt es euch an. Ich meine, diese Bilder, die werden echt nur gestört durch meine Facecam jetzt oder ein HUD oder was auch immer man da so noch an Infos draufpacken kann. So, ich glaube, ich habe die gezähmt. Geil. Das ist so strange, verdammt. Okay, den lassen wir jetzt mal, die lassen wir hier alle mal rumeiern. Ich muss mir noch einen Namen überlegen für den. Der ist schon irgendwie... Der hat schon irgendwas, oder? Ich finde, der ist schon ziemlich cool. Wie er auch so anbetet. Tentakel... Tentakelgott.
Eigentlich ist es, nein, das ist Flying Spaghetti Monster, mehr oder weniger. Walking Spaghetti Monster. Könnte ich jetzt eigentlich mal benennen. Ich benenne super selten was, muss ich leider sagen. Ich bin da nicht sonderlich gut drin. Aber das machen wir kurz mal. Spaghetti Monster nehmen wir. Und den laden wir hoch. Ach, haben wir schon hochgeladen. Walking Spaghetti Monster. Es ist schon geil. Oh, der. Der ist auch nicht schlecht. Den könnte ich auch noch benennen. Jetzt, wo wir schon gerade über sowas hier reden. Ah, nein. Ich habe ihn nur geuploadet. Scheiße. Ja, der hat auch was. Der erinnert mich irgendwie an Jar Jar Hinks. Nein, das ergibt alles keinen Sinn, aber ist jetzt auch zu spät. Ich spiele ja leider nicht online gerade mit euch, deswegen kann ich nicht eure Namen. Moment. Kann ich nicht eure Namen jetzt nehmen. Wenn ich aber irgendwann mal online live spielen sollte mit euch auf Rocket Beans, dann werden wir das natürlich machen. So. Oh Mann, 26 Minuten. Wir müssen schon wieder gleich aufhören. Kurz eine Werbung und dann werde ich von diesem Planeten hier wieder abhauen. Obwohl es natürlich total schön wäre, hier einfach noch weiter zu suchen und einfach mal so ein bisschen sich anzugucken. Aber naja, es ist, auf jedem Planeten wartet irgendwas. Also man hat eh genug zu tun. Der Glotz. Das ist der Glotz. Und er, offensichtlich sind es wohl, ich würde sogar sagen, männlich und weiblich. Ich möchte nicht wissen, ob die beide Augen dann da quasi rein in den Schlund oder wie das funktioniert zwischen denen. Aber mir soll es recht sein. Von mir aus gerne. So, jetzt holen wir uns ein Wort. Es gibt überall verteilte Wörter der Universalsprache, die hier von allen Aliens scheinbar gesprochen wird. Außer von mir. Ich habe sie noch nicht gelernt. Ich habe jetzt vielleicht 11 oder so. 11 Wörter gesammelt. Damit kann ich bisher sehr wenig bis gar nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Toll. So, ich stecke jetzt mein HUD. Oh ja, komm. Komm näher. Oh, geil. Ich stecke jetzt mein HUD wieder an und mache euch kurz aus. Wir machen Werbung und dann sind wir wieder in No Man's Sky. Dann aber werden wir uns auf einen anderen Planeten irgendwo niederlassen. Vielleicht ist es der direkt hier am Horizont. Mal gucken, da waren wir auch noch nicht. Können wir vielleicht mal hingehen, mal gucken. Auf jeden Fall gibt es gleich noch mehr No Man's Sky. Bleibt dran, nach der Werbung geht's weiter.